Läuft ziemlich gut bei dir, oder? Ja, beruflich, privat. Ich war ja heute nach dem Shooting noch mit Sebastian unterwegs. Er konnte gar nicht seine Finger von mir lassen. Ich meine, am Anfang wollte ich ja auch gar nicht, aber dann ist es einfach passiert. Ich werde es für niemanden tun. Weder für dich, noch für Hannes und auch nicht für Ansgar. Somit ist die Taufe dann wohl geplatzt. Also erst wollte ich mich ja gar nicht auf Sebastian einlassen, er ist ja quasi mein Vorgesetzter und so. Aber er war einfach nicht zu bremsen. Echt? Ja, aber ganz unter uns, ich hab's nicht bereut. Er ist eine Granate im Bett. So genau will ich's gar nicht wissen. Nein, willst du auch nicht, weil du sonst grün werden würdest vor Nacht. Naja, eigentlich bin ich auch viel zu diskret, um über Details zu sprechen. So, dann werde ich mal gehen und mich aufs Ohr hauen. Wenn er sich heute Abend bei mir meldet, muss ich wieder einigermaßen fit sein. Sieht sich. Wenn du mich errätst, darfst du dir was wünschen. Was ist? Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Wenn du willst, kann ich dich in der Pause massieren. Nee, ich leg mich hin allein. Ich glaube, das ist das Beste, was diesem Fall hilft. Okay. Du weigerst dich doch nur, Hannes Taufpatin zu werden, um mir eins auszuwischen. Aber an die Konsequenzen für Hannes oder Ansgar denkst du gar nicht. In dem Fall denke ich in erster Linie an mich. Und ich habe keine Lust, mich von irgendjemandem instrumentalisieren zu lassen. Das will doch auch keiner! Du willst mich als gute Freundin der Familie darstellen, um deine Position als Gräfin zu stärken. Und Ansgar... Ja? Was mich betrifft, liegst du falsch. Ich würde alles tun, um dich von der Taufe meines Sohnes fernzuhalten. Dich einzuladen, gleich einem Sprung aus dem 10. Stockwerk. Aber Ansgar will dich dabei haben. Ich tue es ihm zuliebe. Mit mir könnt ihr nicht rechnen. Ich dachte, du würdest alles für Ansgar tun, weil du ihn so furchtbar liebst. Habe ich mich wohl getäuscht. Ja, Sarah, hallo, hier ist Gregor. Kannst du mir mal sagen, wo du steckst? Ich versuche dich jetzt schon zum dritten Mal zu erreichen. Das wäre ganz nett, danke. Ciao. Hi. Hi. Hey, was für eine Ehre. Was führt dich in mein bescheidenes Kaffeehaus? Eine Künstlerin, die sich unbedingt hier mit mir treffen wollte, aber wie es aussieht, bin ich zu früh. Ja, sieht fast so aus. Sag mal, weißt du, wo Sarah ist? Ich wollte wissen, was sie sich zur Hochzeit wünscht. Sarah und Leonard sind schon längst in den Flitterwochen. Die beiden sind wo? Die wollten doch erst viel später heiraten, dachte ich. Der Trubel ist ihnen zu viel geworden und so fand alles in einem kleinen Kreis statt. Klammheimlich. Ich bin mir sicher, wenn sie Zeit gehabt hätte, dann hätte sie dir bestimmt persönlich Bescheid gesagt. Ja, das hätte sie ruhig mal tun können. Ich meine, wie stehe ich denn jetzt da? Ein bisschen blöd, oder? Ich meine, natürlich wünsche ich den beiden nur alles Gute. Das ist doch klar. Ich weiß. Ist schon seltsam, was in letzter Zeit so alles passiert, ne? Entschuldige mich. Also allen außer mir. Wartet mal, wen ich jetzt zum Flughafen abhole. Kommt Olli heute schon zurück? Was heißt denn hier schon? Er hat sich 2 Wochen ohne mich auf Ibiza amüsiert. Du hast ihn ganz schön vermisst, oder? Ja. Noch einen Tag länger und ich wäre eingegangen. Muss Liebe schön sein. Ja. Ja, ich würde ja furchtbar gerne wissen, was hier in der Luft liegt, aber ich muss leider los. Tschüss. So ein bisschen Abstand wirkt manchmal Wunder. Christian ist echt wie frisch verliebt.
Vielleicht macht's ja bei Konstantin auch Klick, wenn er noch eine Weile in London bleibt. Ich werde warten, bis er zurückkommt und die Hoffnung nicht aufgeben, dass er mir noch mal eine Chance gibt. Aber vielleicht kann man mit Abstand ja auch was ganz anderes bewirken. Jemanden vergessen zum Beispiel. Oh, meinst du, er vergisst mich? Ja, klar, ich meine, in London kann er dieses ganze Hin und Her mit mir in die Tonne kloppen und ganz von vorn anfangen. Aber es muss ja noch eine andere Möglichkeit geben, als gleich eine Weltreise zu machen. Gut, London ist jetzt auch nicht so weit weg. Nee, also London wäre jetzt eigentlich nichts für mich. Sag mal, über wen reden wir denn die ganze Zeit? Sag mal, sind wir eigentlich bekloppt, uns hier so hängen zu lassen? Und wer hat eigentlich dieses Gejaule aufgelegt? Genau, mach erstmal andere Musik, worauf du dich verlassen kannst. Haben wir nicht noch Lasagne im Kühlschrank? Ey, her damit! Und ich mach uns noch einen Salat dazu. Du, ich hol Olli jetzt zum Flughafen ab. Kannst du vielleicht eine Flasche Sekt für uns kaltstellen? Klar kann ich das. Ja. Weißt du, erst war ich ein bisschen beleidigt, dass er ohne mich gefahren ist, aber weißt du was Besseres, konnte uns gar nicht passieren. Ich freue mich so dermaßen auf ihn. Wir haben gestern fast eine Stunde telefoniert. Das ist doch schön. Ja. Das ist es. Ich hätte nie gedacht, dass das so gut zwischen uns laufen würde. Jeder hat seine Macken, klar. Aber der andere, der akzeptiert die. Und das ist der Schlüssel für eine funktionierende Beziehung, Gregor, glaub mir. Naja. Das ist so geil, wenn du dich auf jemanden verlassen kannst, dann bist du... Du bist entspannt. Der Hammer. Ja. Du musst langsam los, oder? Oh, du sagst was. Bis gleich. Hau rein. Was ist los hier? Nichts. Aber ich hab doch da was zerbrechen hören. Ja, der ist runtergefallen. Das tut mir leid. Oh, ja, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Was ist los mit Ihnen? Was soll sein? Sie können mir nichts vormachen. Sie kochen innerlich vor Wut. Was mir im Grunde völlig egal wäre, solange unser Inventar nicht darunter leidet. Du irrst. Ich bin allerbester Laune. Au. Au. Oh, passen Sie doch auf. Ich werde Justus bitten, dass er Verbandsmaterial holt. Wenn du nicht nach meinen Regeln spielst, nehmen wir überhaupt nicht. Wo ist denn Olli? Bringt er noch seine Sachen hoch? Hm. Olli hat es vorgezogen, seine Koffer erst gar nicht zu packen. Er hat ein paar Leute kennengelernt, die da einen Club haben. Und da ist jemand ausgefallen und da haben sie ihn gefragt, ob er den Job übernehmen will. Wie, bleibt er jetzt die ganze Zeit da, oder? Nein, eine Woche. Aber statt mir mal früher Bescheid zu sagen, sagt er mir ab, als ich schon auf dem Weg zum Flughafen bin. Toll, ne? Ja, toll. Es ist aber wirklich kein Grund, sich unterkriegen zu lassen. Die eine Woche hin oder her. Klar. Was soll er ja auch in Düsseldorf rumhängen, wenn er sich eine geile Zeit auf Ibiza machen kann? Naja, eben. Weißt du was? Was spricht denn dagegen, dass ich mir auch eine geile Zeit mache? Hier. So gefällt es mir viel besser. Ja. Auf den Gebrüdermann Survival Trip. Nein, nein. Doch, 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 komm her. Stoß an und stell dich nicht so an. Man redet sich ein, dass es irgendwann besser wird. Dass man schon über die oder den Ex hinwegkommen wird. Und irgendwann glaubt man es sogar. Bis zu dem Moment, in dem man ihn wieder sieht. Alle guten Vorsätze sind vergessen. Man ist vollkommen durcheinander und kann nichts dagegen tun. Den Kampf gegen die Geister der Vergangenheit muss man wohl jeden Tag aufs Neue aufnehmen. In der Hoffnung, sie irgendwann zu besiegen. Je stärker die Gefühle waren, desto länger wird es dauern. Dagegen kann man nichts tun. Zu dem Moment, in dem man ihn wieder sieht. Alle guten Vorsätze sind vergessen.
Man ist vollkommen durcheinander. Tanja, ich vermute, dass du nicht nur der schönen Aussicht wegen hier stehst. Fass dich kurz. Ich hab's wirklich versucht. Ich habe versucht, auf Natalie zuzugehen und mich mit ihr zu versöhnen. Und ich habe ihr die Patenschaft für Hannes angeboten, genau wie du wolltest. Und was hat sie? Abgelehnt. Kannst du dir das vorstellen? Sie will überhaupt nichts mit der Taufe zu tun haben. Und du hast sie nicht ganz zufällig so ein bisschen provoziert? Nein, das habe ich nicht. Ich habe versucht, sie von der Ernsthaftigkeit meines Anliegens zu überzeugen. Sie hat sich quergestellt. Anscheinend bedeutet ihr das alles nicht so viel wie uns. Dann habe ich sie gefragt, ob sie es für dich tun würde. Weil dir so viel daran liegt. Und was hat sie gesagt? Sie hat mich als Antwort aus dem Penthouse geschmissen. Schön hier. Gerne. Auch einen Schluck? Frisches Industriequellwasser? Nein, vielen Dank. Ich bin gerade so geblendet von dieser unberührten Natur. Mach mal nicht so ein Gesicht. Ist wohl immer noch besser, als den ganzen Tag in No Limits rumzuhängen. Wundert mich eigentlich, warum du so gut drauf bist. Hä? Ja, wenn meine Freundin alleine auf Ibiza wäre. Ja. Guck mal, das ist der Unterschied. Ich vertraue Olli. Ich dachte, die Schwulen haben sich so mit der Treue. Merkst du eigentlich noch irgendwas? Was soll der Spruch? Hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Denk mal drüber nach, was du hier sagst und lass deinen ganzen Frust nicht an mir aus. Ja, mein Gott, ich bin schlecht drauf. Na und? Mich frustriert's halt, dass es irgendwie bei allen anderen vorwärts geht, nur bei mir nicht. Selbst Sarah ist in ihren Flitterwochen und ich hänge hier immer noch alleine rum. Vom Job will ich gar nicht erst reden. Ich dachte, der Job in der Kaffeebude macht dir so einen Spaß. Ja und? Ich bin eigentlich mal für was anderes angetreten. Ich brauche irgendwie einen Kick. Ich brauche ein Ziel, eine Herausforderung, irgendwas Neues. Ich werde nicht an dieser Taufe teilnehmen. Und warum nicht? Du liebst Hannes, du liebst mich, sag mir weil einen Grund. Weil ich einfach keine Lust habe auf diese... Was Tanja da abziehen will, ist eine einzige peinliche Farce. Also was ist denn bitte schön eine Farce daran, wenn sie ihren Sohn taufen will? Ach, du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass das irgendwas mit christlichem Glauben zu tun hat. Alles, was Tanja will, ist sich in der Familie breit machen. Und das kannst du nicht ernsthaft unterstützen wollen. Natalie, es mag ja sein, dass du das nicht nachvollziehen kannst. Es geht ja schließlich auch nicht um deinen Sohn. Ach so, ja. Ja, ich habe Tanja zu dir geschickt, damit sie dich mit ins Boot holt. Schlimm genug. Was ist denn schlimm daran, wenn ich dich dabei haben möchte? Immerhin ist diese Taufe eine Familientradition. Und Hannes kann am allerwenigsten dafür, dass die Verhältnisse hier so verworren sind. Ich habe keine Lust, in diesem Schmierentheater mitzuspielen. Und ich dachte, das hättest du mittlerweile begriffen. Ja, ja, ja. Du hast gesagt, du möchtest das Ganze nicht aus irgendeinem dunklen Winkel mitverfolgen. Jetzt biete ich dir einen Platz am Taufbecken an und was tust du? Überleg's dir noch mal. Hi. Wolltest du gerade... Ich gerade fragen, ob du Lust hast, mit mir zu essen. Das geht leider nicht. Meine Schicht fängt jetzt an. Na super. Soll ich das nächste Mal vielleicht einen Termin machen? Oh, Jens. Ist doch wahr. Erst kommt die Arbeit, dann der Blog und dann lange, lange erstmal nichts. Das ist übertrieben. Was soll ich denn machen? Bei mir sieht's kohlemäßig nun mal nicht ganz so rosig aus. Und um mich zu finanzieren, muss ich jede Schicht annehmen. Na klar, verstehe ich. Aber vielleicht verdiene ich ja auch bald was mit dem Blog dazu. Dann muss ich nicht mehr die ganze Zeit im No Limit stehen. Mit dem Blog? Wenn ich dort Werbung schalte. Ich habe mich schon nach einem Sponsor umgesehen und vielleicht interessiert das ja jemanden. Du bringst ja noch mehr Zeit vom Computer. Jetzt fang doch nicht wieder damit an. Aber wir können doch die Mittagspause zusammen verbringen. Nur wir beide. Na gut. Ich hole dich ab.
120 Gäste? Ich dachte, wir machen eine Familienfeier. Im Moment geht es ja wohl nicht darum, wen wir einladen, sondern ob wir überhaupt jemanden einladen. Hast du mit Nathalie gesprochen? Ja, hab ich. Und? Ja, sie hat Nein gesagt. Schade. Dann ist Hannes der Leidtragende. Das ist wirklich ein Jammer. Diese Taufe wird stattfinden. Mit Nathalie oder ohne. Was denkt er sich eigentlich, mich so unter Druck zu setzen? Hör auf, dich über Ansgar aufzuregen. Das ist genau das, was Tanja mit ihren Spielchen erreichen will. Ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Diese Taufe ist nichts anderes als ein Spiel und da werde ich garantiert nicht mitmachen. Diese ganze Show zieht die doch nur ab, um noch mal klarzumachen, wer die Frau an Ansgars Seite ist und wer nicht. Das kann sie vergessen. Dieses miese, manipulative Miststück. Ich werde ihr schon noch zeigen, wer am längeren Hebel sitzt. Ihr beide nehmt euch nicht gerade viel. Bitte? Es tut mir leid, dass ich das so sage, aber du benutzt die Taufe genauso wie sie, um dich in Stellung zu bringen. Das stimmt nicht. Nathalie, hier geht's nicht um dich, um Tanja oder um Ansgar. Es geht um Hannes. Wenn du von Tanja verlangst, weniger egoistisch mit der Situation umzugehen, dann solltest du das auch machen. Ja, ja, deine Liebe zur Natur in allen Ehren, aber so wie ich mein Glück kenne, bin ich dir gleich draußen vom Blitz erschlagen, also lass uns lieber hierbleiben. Kannst du jetzt mal bitte aufhören, hier rumzujammern? Mann, du bist bis jetzt immer wieder auf die Füße gefallen. Warum sollte das jetzt bitte anders sein, hä? Der einzige Fehler, den du machen kannst, ist jetzt den Kopf hängen zu lassen. Kannst du nämlich gar nicht mehr klar denken. Was? Sag mal, hörst du dich eigentlich selbst reden? Gregor, ich will dir einfach nur helfen. Du hilfst mir 0,0, wenn du mir hier irgendeinen Rotz erzählst. Und nein, ich brauche keinen Therapeuten. Ist das klar? So wie du dich hier gerade aufführst, glaube ich das aber schon. Pass auf, denk mal drüber nach. Und ich gucke, ob hier irgendjemand rumläuft. Ich habe nämlich keinen Bock auf eine Anzeige wegen unbefugten Betretens. Wäre doch nicht nötig gewesen. Ich will dich hier nicht enttäuschen, aber eigentlich wollte ich Lydia in der Mittagspause überraschen. Schon klar. Ich bin doch eigentlich nur neidisch auf die Leckereien. Ja. Wie kann ich ihm beweisen, wie wichtig er mir ist? Ist doch Quatsch, dass ich alles andere vorziehe. Oder? Der Zuckersteuer kann dir da leider auch nicht weiterhelfen. Die Gäste gucken schon. Also hau ab und erzähl am liebsten selbst, was du ihm zu sagen hast. Danke. Dann wünsche ich euch mal eine schöne Mittagspause. Und vor 7 bin ich nicht zurück. Hallo. Hallo. Ich wollte Lydia Brandner sprechen. Die ist nicht da, aber ihr Freund. Danke. Jens Kramer, hallo, Bernhard. Meine Freundin ist leider noch nicht da. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Sie hat mir geschrieben, dass sie auf der Suche nach einem Werbepartner ist. Für ihren Internetblog. Und ich dachte, bevor wir lange telefonieren, komme ich lieber gleich vorbei. Du glaubst gar nicht, was für einen Gefallen du mir damit tust. Jede halbe Stunde, die ich mehr mit Jens habe, tut uns gut. Und das hat er auch verdient. Love Burns ist ein echter Knaller. Da kann man eine Menge draus machen. Meine Agentur hat echtes Interesse daran, Frau Brandner ein Angebot zu machen. Tut mir leid, Frau Brandner hat daran kein Interesse mehr. Die Sache mit dem Blog hat sich für Sie erledigt.
Ist der Funk ausgefallen oder was? Nein! Mayday, Mayday, Mayday! Delta Hotel Alpha Lima Zulu an Flugsicherung, bitte komm! Wiederhole, Delta Hotel Alpha Lima Zulu an Flugsicherung! Hört mich denn niemand? Komm schon, Baby, da hinten können wir runter, lass mich nicht im Stich jetzt! Also, ihr habt es ja vielleicht schon gehört. Ansgar und ich wollen so schnell wie möglich Hannes taufen lassen. In der Schlosskapelle auf Königsbrunn. Wie schön. Das wäre bestimmt auch in Johannes Sinne. Das Einzige, was unsere Freude trübt, ist, dass wir noch keinen Paten haben. Natalie hat leider auch nach mehrmaligen Zureden abgesagt. Deswegen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass... Ich übernehme die Patenschaft für Hannes sehr gerne. Tut mir leid, dass ich euch so lange habe warten lassen mit meiner endgültigen Entscheidung, aber sowas muss man sich gut überlegen. Du hast dich anders entschieden? Vorausgesetzt natürlich, Tanja freut sich genauso. Natürlich. Was denn sonst? Unglaublich, was überall für ein Müll rumsteht. Ja, Mann. Hey. Gregor. Was soll das denn hier werden? Ist der schön. Du meinst den Schrotthaufen hier? Schrotthaufen! Ich werde dieses Prachtstück wieder zum Fliegen bringen. Meinen eigenen Händen. Wenn es das Letzte ist, was ich tue,